So spricht der Herr. Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Mit dem sogenannten Portalritus beginnt die Weihe der neuen Kirche St. Josef in Holzkirchen. Über 400 Gläubige sind mit dabei. Kardinal Reinhard Marx segnet das Weihwasser und den Altar. Es ist nicht einfach ein Gebäude wie jedes andere. Jeder spürt, hier ist etwas Besonderes. Aber es ist einladend. Und auch drinnen ist sie eigentlich, wirkt sie noch größer als von draußen. Sie macht also nicht draußen richtig etwas von sich her, trumpft nicht auf. Aber drinnen macht sie den Blick offen für das, was da geschieht, für den Himmel. Ich denke, jetzt muss dann die Kirche zeigen, was sie kann, was sie bietet. Und die Gemeinde darf zeigen, dass sie diese Kirche auch annimmt und dass sie ja, mit Freuden und Begeisterung dort Gottesdienst feiert. Das neue Gotteshaus und auch die benachbarte Kapelle zur Heiligen Familie haben die Form eines Kegelstumpfes. Der Grundriss eine Ellipse. Beide Gebäude sind ganz aus Holz errichtet. Obwohl es sich um Tageslichtkirchen handelt, gibt es nur vergleichsweise wenige Fensterflächen. Das ist die Schwierigkeit beim Kirchenbau, dass man einen Raum schafft, in dem Transzendenz möglich ist. Also die Erfahrung des Übersinnlichen, dessen, was wir nicht greifen können, das ist das Besondere. Und das kann man mit einer guten Eingebung schaffen. Und da ist man sehr nah an dem, was Kirche ausmacht, dran. Vor 6 Jahren wurde die alte St. Josef-Kirche wegen statischer Mängel abgerissen. Von dem Neubau ist die Gemeinde begeistert. Ganz tolles Ambiente, bombastisch, gefällt mir sehr gut. Ja, also ich muss mich einfach jetzt erst dran gewöhnen, aber ich merke, wenn ich da reingehe, da fühle ich mich wohl. Und was für mich auch sehr, sehr schön ist, dass alles sich so um den Altar herum versammeln kann. Ist sehr modern. Also schlicht eher als im Vergleich zu älteren Kirchen, aber mir gefällt's. Ich finde die sehr einzigartig. Ich glaube nicht, dass es irgendwo so eine Kirche gibt, die genauso aussieht. Also es ist sehr besonders hier, würde ich mal sagen. 11,5 Millionen Euro hat das neue Gotteshaus in Holzkirchen gekostet. Einschließlich der Restaurierung des alten Kirchturms, der stehen bleiben durfte.